Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici à... Hallo und willkommen. Wir sind heute in Dakpo Kagyüling vor dieser wundervollen Darstellung des Buddha. Today at Thapo, in front of this beautiful statue of the Buddha. Nous nous retrouvons pour Wir werden mehrere Sitzungen zusammen sein. Und zwar geht es um die vier Qualitäten, die normalerweise die vier Unermesslichen genannt werden. Das ist das Thema dieser Sitzungen. the four immeasurables. Bevor wir beginnen, wollen wir wie immer in unserer Tradition mit der Zufluchtnahme beginnen und danach folgt der Erleuchtungsgeist und die vier Unermesslichen und dann auch noch ein kurzes Gebet an den Bodhisattva Manjushri. Manjushri repräsentiert die Weisheit aller Buddhas und Bodhisattvas. We should start with the taking of refuge and generating bodhicitta, followed by the four immeasurables and a short prayer to the Bodhisattva Manjushri, who personifies the wisdom of all the Buddhas and Bodhisattvas. Aussi, à la fin de chaque session, nous allons également... Am Ende jeder Sitzung hören wir immer mit einem kleinen Gebet auf, das ist das Widmungsgebet. Conclude the session with a short dedication prayer. À présent, je vous prie de bien vouloir m'accompagner. Jetzt bitte ich euch, mit mir zusammen die Zuflucht und den Erleuchtungsgeist zu rezitieren. At present, please accompany me in the taking of a refuge and generating a bodhicitta. Sanje chö dan so je cho nam la chang chö par do da ne chap so je da ke jin so ji be so nam je ro la pen chir san je ro par sho sanje chö dan so je cho nam la chang chö par do da ne chap so je da ke jin so ji be so nam je ro la pen chir san je ro par sho sanje chö dan so je cho nam la Changju pardo dane chapsu che dagi jinsu ji pe sunam che rola penjira sanje ro bar sho semje tamje dewa dan dewe ju dan dembar churji dungar dan dungar ji ju dan trawar churji dungar mebe dewa tamba dan menjawar churji nirin cha dan ta charve tan yam chen bo la ne par chu chi sem je tam je de wa tan de ve ju dan de par chu chi dong ra dan dong ra chi ju dan ra wa ra chu chi dong ra me be de wa tam ba tan me ra wa ra chu chi nirin cha dan ta charve tan yam chen bo la ne par chu chi Simjian tamje dewa tan dewe ju tan dembara churje dungar tan dungar chi ju tan chawar churje dungar mebe dewa tamba tan mendrawar churje nirin cha tan tan charve tan yum chenpo la nebar churje chum den de jambe yang la chan sai lo kang ge lo ju di ni den de ni dar nam da rab sar ve chi ni tun gun chi chi si chi ni che to kar la bam za kang da si be zo ra ma ri men tum dong ra chi sar ve ro zo kun la bu je dar ze yan la chu chu yang den so ju dar che ro ni mo ni lo le je cha ro ro ze che ma ri me se dong ra ni go chi ni chen ze ra je nam de ne ta chi sa chu tar su yan ten le zo ge se to ye ko Chudra chudang chunyi jenze dalum sren jambe yang lai
Als erstes möchte ich euch erst einmal danken, dass ihr hier seid. Und ich weiß, wie schwer die Situation für uns alle ist. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, uns direkt zu sehen, körperlich direkt, aufgrund der Pandemie, in der wir uns befinden. Denn sonst würden wir wirklich ein großes Risiko eingehen. Aber immerhin gibt es ja die Möglichkeit, uns dank der modernen Technologien auf virtuelle Weise ohne direkten körperlichen Kontakt zu treffen. Und so können wir zumindest ein Band behalten, das Band mit den Lehren, und können somit dann mit unserer Praxis und dem Studium der Lehre Buddhas fortfahren. Und das hilft uns, unsere Praxis im Alltag aufrechtzuerhalten. Und wirklich danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, aufgrund aller Schwierigkeiten oder aufgrund des Stresses, den wir alle haben, dass ihr trotzdem euch jetzt Zeit nehmt, und hier zu sein und Rinpoche zuzuhören und vor allem durch Rinpoche den Lehren Buddhas zuzuhören und diese zu erhalten. First of all, thank you all for your presence. Of course, due to the present situation, because of the COVID pandemic, it is not possible for us to come together and to meet each other without taking considerable risks. So nevertheless, we are able to meet virtually through modern technology. And I'm very happy to know that many of you are present and following the teachings of the Dharma continuously, regardless of all the difficulties you might be encountering. It is a very, indeed, very stressful situation for many of us. And this pandemic has affected us all, either directly or indirectly, through either being affected by the sickness itself or indirectly because of the many consequences it has had economically or otherwise. And so, regardless of all these difficulties, that you take time to study the Dharma and to continue with your practice and try to deepen your understanding of the Dharma so that you may improve your practice. Knowing that is a source of rejoicement for me, and I would like to thank you all for really taking the time and making the effort to study and practice the Dharma. Wir sind in einer ganz besonderen Situation heute aufgrund der Pandemie. Sehr viele Leute auf der ganzen Welt sind davon betroffen. Entweder sind sie selbst krank geworden, haben also direkt Kontakt damit, oder sie erleiden die Konsequenzen auf indirekte Weise dieser Pandemie. Wirtschaftliche oder soziale oder andere Folgen können sehr schwierig für viele von uns sein. Während dieser Zeit ist es auch ganz natürlich, dass man Angst empfindet, dass es Stress in unserem Geist auftaucht. Wir verbringen viel Zeit damit, Nachrichten zu schauen und auch auf den sozialen Netzwerken die verschiedenen Informationen zu betrachten.
all das, was dort gesagt wird. Und das macht Stress und auch Ängste. Und das kommt zu den Schwierigkeiten, die wir sowieso schon haben, noch dazu. Es ist unsere eigene Verantwortung, so viel wie möglich zu tun, um der Situation zu helfen. Das heißt, zum Beispiel den ärztlichen Ratschlägen zu folgen, Abstand zu halten, Hände zu waschen und so weiter, die Maske zu tragen und auch alle anderen Maßregeln einzuhalten, vielleicht auch eben wie Impfung oder Medizin und anderes, also alles, was dazu beitragen kann, dass diese Krankheit geschlagen wird und diese Situation, die für so viele von uns schwierig ist, jetzt langsam zu einem Ende kommen kann. Situation for many of us, very stressful, and this stress is of course kind of accentuated through the constant news and information that we follow either on social media or on the internet or on television. We are constantly confronted with all the difficult situations that the world is living when we are not living it ourselves. And so this can generate, of course, a lot of stress for all of us, difficulties for all of us. So I believe it's very important if we want to overcome this illness that each and every one of us really is responsible, that we, of course, follow all the recommendations of doctors and scientists to keep social distancing, washing our hands, wearing the mask, and then also whatever other recommendations they may give us, such as vaccines or medicines that can help us overcome this sickness. Tout ce que, Was wir auf menschlicher Ebene tun können, sollten wir auch tun. Aber auch das hat natürlich Grenzen. Und ich denke, dass Stress oder Angst, die wir empfinden könnten, eigentlich zu nichts nutze sind. Wie zum Beispiel der Meister Shantideva sagt, im Bodhicaryavatara, wenn es eine Lösung gibt, dann braucht man sich nicht zu sorgen, sondern diese Lösung finden und anwenden. Und wenn es aber keine Lösung gibt, dann nützt es nichts, sich Sorgen zu machen. Das schafft dann nur Angst und Stress oder auch Ärger anderen gegenüber, Ärger der Situation gegenüber. Und das schafft noch neue Schwierigkeiten. Das heißt, unsere Art zu reagieren fügt noch neue Schwierigkeiten zu der an sich schon schweren Situation hinzu. Und deswegen sollten wir selbst alle versuchen, innere Ruhe und Entspanntheit zu finden in dieser Lage. Und all das, was wir eben auf unserer menschlichen Ebene tun können, das sollten wir auch wirklich ausführen. Aber all das, was wir nicht beeinflussen könnten, das können wir so lösen, indem wir uns Buddha, Dhamma und Sangha zuwenden und versuchen, deren Ratschlägen zu folgen, den Ratschlägen des Buddha. Und da ist eine sehr wichtige Praxis im Buddhismus, diejenige von Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, denn diese Qualitäten können uns ja wirklich helfen und ganz besonders auch jetzt in dieser Situation, denn wir sollten auch bedenken, dass diese Schwierigkeiten, diese Qualitäten nicht nur auf eine schwierige Situation bezogen helfen können, sondern auch in anderen Situationen angewendet werden können. Aber natürlich ist es besonders in einer schwierigen Situation, dass wir diese Qualitäten anwenden können.
Und deswegen wollen wir uns mit diesen vier Qualitäten in den weiteren Sitzungen und auch heute natürlich beschäftigen. A lot of worries, maybe resentment as well towards others, towards the governments, towards institutions, and this anxiety is just adding on top of the difficulties we already have. So I think it's very important that we try our very best to remain calm, peaceful, and try to develop a serene state of mind. And it is really, as you know, the Bodhisattva Shantideva explained in the Bodhicharyavatara, that when there is a solution to something, then there is no reason to worry, for there is a solution. Just all the worry and stress is futile. It's just focus on the solution. If there is no solution, then there is none. And worrying and stressing, having a resentment, being upset about the situation won't make the situation any better. It's just adding on the difficulty that we have. So it's important that we, you know, try our very best to forbear with the situation that we have and try as much as possible to keep a very serene and calm state of mind. And one of the very precious teachings of the Buddha is the teachings known as the teachings on the Four Immeasurables, particularly on the cultivation of loving kindness. And I believe that these teachings may be of great support and help to all of us in these difficult situations. Of course, they are not limited to difficult situations. These are precious teachings that will be of benefit to us at any moment in our life. And I think particularly now in this difficult period, it is very important. Die aktuelle Lage erinnert uns auch an Lehren Buddhas über die Vergänglichkeit des Lebens und aller Dinge und Umstände im Allgemeinen. Wie ihr ja wisst, ist das Leben, woran wir so hängen, was so kostbar für uns ist, ist dieses Leben ja vergänglich, flüchtig und sogar mit Sicherheit unausweichlich eines Tages zu Ende. Das heißt, wir werden eines Tages sterben und das Ende des Lebens ist also dieser Tod. Und auch der Moment, wann dieser Tod eintrifft, ist nicht sicher. Die Praxis der buddhistischen Lehre ermöglicht uns jetzt während unseres Lebens ein friedlicheres Leben zu haben und jetzt in diesem Leben schon Wohlergehen zu finden. Die buddhistische Praxis ist also nicht nur für die zukünftigen Leben gedacht. Wenn wir die Lehren Buddhas umsetzen und zum Beispiel diese vier Unermesslichen praktizieren, so werden positive Folgen in unserem jetzigen Leben schon vorhanden sein.
Wir können zum Beispiel Schwierigkeiten überwinden, denen wir begegnen. Auch können wir dadurch einen Umstand, eine Lebenssituation finden, der von Wohlergehen geprägt ist im Zusammenleben mit den anderen, aber auch in uns selbst Heiterkeit und Frieden zu finden. Das sind ganz konkrete, sichtbare Folgen der buddhistischen Praxis. Und wenn wir das praktizieren, dann können wir dank dieser Praxis auch in dem Moment, wenn der Tod eintritt, gelassen bleiben. Und zudem können wir eine glückliche Wiedergeburt erfahren. Und so hat der Dharma wirklich sehr viel Nutzen. Dass wir in unserem Leben Erfolg haben, zeigt sich nicht nur durch Besitztümer, Macht oder einen guten Ruf, sondern besonders auch darin, dass wir die unserem Geist innewohnenden Qualitäten entwickelt haben, dass wir die Freiheit erfahren haben, Herr oder Frau unseres eigenen Geistes zu sein. Und wenn wir das erlangen, dann wären die äußeren Aspekte von Reichtum, Ruf, Gesundheit und so weiter nicht so wichtig sein, denn sie sind flüchtig. Wir können nicht wirklichen Nutzen daraus ziehen. Der wirkliche Nutzen, den wir in unserem Leben erlangen können, ist, dass wir unseren Geist beherrschen können, dass wir eine Freiheit in unserem Geist finden und die dem Geist innewohnenden Qualitäten entwickeln können. Und diese Qualitäten sind eben Glück, innere Ruhe, innere Freiheit, Wohlergehen und so weiter. Again and again, how everything is impermanent, and particularly how our life is impermanent. Life is ephemeral. Once we are born, and when there's only but one finality, one destination, and that is death, it will happen necessarily. There's no way of avoiding it. We can look back into history. There's no one who hasn't died once they've been born, once we're born. And it ends all in death. And of course, this can happen at any moment, at any time. There's an uncertainty about that. People die young, some die old, some die in good health. And now, of course, due to sicknesses and so forth, whether we have finished doing what we had planned to do or not, death does not wait. It comes and takes us, and it always feels very sudden, unexpected, and so forth. So this is a kind of natural outcome that we cannot avoid. And many of us are nevertheless, you know, very focused on just this life, on obtaining wealth, renown, power, or what we may term also as the eight worldly dharmas. This is what concerns us mainly on our everyday life. But all of these things are of little benefit. They will not bring us true well-being or true freedom. Their benefits are very pleasures, power, wealth. All these things are ephemeral things, nothing we can take with us. Many of us might think that our life was successful if we have obtained many of those things. But if we look and analyze, we may see that that is not really true success in our life. Success really depends on whether or not we have mastered our own minds, whether or not we've been able to actualize the innate qualities of our minds, and therefore find true freedom, true well-being, true peace, if I may say. And this all depends on
the practice of the Dharma. And as it is said, you know, if you practice the Dharma, it will enable you in this life to find an immediate, temporarily, you see, well-being, happiness. You may be able to live in harmony with others. For example, if you put into practice the Four Immeasurables, you may be able to find in this life well-being and happiness. But also, once the time of death arises, you may also be able to have a peaceful and happy death, from where, if you are successful in your practice, you may become free of samsara altogether. And if not, at least you are assured to find happy rebirth. And so this is all, this is what we are able, what Dharma can bring us. And so we can find through the Dharma true success, finding genuine well-being, temporal well-being in this life, and also being able to find ultimate well-being. So it's very important that we prioritize the practice of Dharma. Donc, je voudrais à présent. Jetzt möchte ich gerne direkt zum Thema kommen, dem Thema dieser Sitzung, die wir jetzt beginnen. Das sind also die vier Unermesslichen. Man kann sie auch übersetzen als die vier Unendlichen. Das sind zwei Begriffe, unermesslich oder unendlich, die sich entsprechen. Tse Mepa ist der tibetische Begriff, ohne Maß, ohne Ende, unendlich. Diese vier Qualitäten sind auch bekannt als die Brahma Vihara auf Sanskrit, Tsangpe Neshi auf Tibetisch. Das sind also die vier Orte von Brahma oder die vier höchsten oder die vier reinen Orte. So this is the term, we can use the term immeasurable, but also it can be termed the four infinites. There's another term also used to speak of these four qualities, which is the Brahma Viharas, the four dwellings of Brahma, or the four abidings of Brahma. So they are sometimes translated also as the four divine abidings, the four pure or sublime abidings. So these are love, compassion, joy, and equanimity. Donc ces quatre qualités. Diese vier Qualitäten sind Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Diese vier Qualitäten sind sehr wichtig. Es ist wirklich wichtig, sie zu kennen, weil man sagen kann, dass diese vier Qualitäten universell anerkannt sind. Sie sind nicht begrenzt auf die Lehren Buddhas. Wir können diese auch in anderen Religionen oder Traditionen oder spirituellen Wegen finden. Und dort wird ihnen auch dieselbe Bedeutung zugemessen, also besonders Liebe und Mitgefühl.
zum Beispiel in den Traditionen oder Religionen, die es in Indien gibt, Jainismus, Hinduismus oder im Westen Christianismus, im Islam, im Judaismus. Und da gibt es verschiedene Belehrungen über diese Themen. Aber auch außerhalb von religiösen Kreisen, also mehr in weltlichen Traditionen, kann man diese Qualitäten erwähnt finden. Zum Beispiel in Frankreich schon Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, das sagt man ja in Frankreich. Also gerade Gleichheit findet man da eben. Und das heißt, dass eben durch Liebe auch zum Beispiel Freundlichkeit ausgedrückt wird oder Sanftheit. Und in einer Familie zum Beispiel wird dies ausgedrückt und eine Familie kann dadurch zusammenkommen, dass diese Qualität vorhanden ist. Und auch Tiere können Güte und Freundlichkeit ausdrücken. Und es ist immer etwas, was zu Wohlergehen führt, sowohl bei dem, der diese Qualität ausdrückt, als auch bei dem, der sie empfängt. Und so findet man also diese Qualitäten von Liebe und Mitgefühl auch in anderen Traditionen. Recognized that we find expressed in many spiritual traditions, whether they are the religions of India, such as Jainism, Hinduism, or others, or in the West, in Christianity, Islam, or Judaism. One finds teachings on these topics of love or compassion, and even outside of the kind of spiritual, you could say, domain in the public or lay non-religious traditions also speak of it. Whether it is, for example, in law, in government. I was just mentioning in French about the French motto, you know, freedom, liberty, equality. And brotherhood or something. I don't know how to translate it exactly into English. Anyway, these are expressing somehow, for example, partially the ideas of equanimity and kindness or loving kindness. So these are found in law, in different cultures. One finds that also in every family, you know, what keeps every family together and in harmony is, of course, these qualities of loving kindness and compassion. One also sees that outside of just humans, they are also expressed among animals. Animals express towards one another. For example, every animal, for their children, they express great kindness and compassion, sometimes putting their own lives in danger. But also amongst different species or amongst one another, this is expressed. And this is always universally recognized as something that is good. Whoever expresses it and whoever receives loving kindness gains benefit from it, finds well-being, happiness from it. So it's a very powerful quality. En contraste à cette qualité de, par exemple, de Im Gegenteil zu diesen Qualitäten von Liebe oder Mitgefühl finden wir andere Einstellungen oder Verhaltensweisen, Fehler, die vor allem Menschen haben und die sie im Alltag gerne ausdrücken. Und diese entstehen aus Egoismus, wie zum Beispiel Rachlust oder Böswilligkeit, was Ursache für alle Konflikte und Kriege ist. Wir wollen mehr als andere haben, haben ein Wettbewerbsdenken.
Wir wollen andere beherrschen oder von ihnen profitieren. Und diese Haltung finden wir eben auch bei Menschen. Und das sind alles eher negative Geisteshaltungen, die keinerlei Zustand von Frieden oder Wohlergehen hervorbringen oder die auch kein Ausdruck von Liebe sind, also Rachlust oder Gier, das drückt nur Unzufriedenheit und Leid aus. Und die Wurzel solcher Haltung liegt im Egoismus, in der Ich-Bezogenheit. Und sie entstehen aus unseren Konzepten der Wirklichkeit und führen letztlich zu noch mehr Leid. Und da kann man nur wieder Shantideva zitieren, der sagte: Alles Unglück der Welt entsteht daraus, nur das Glück für sich zu wünschen. Alles Glück in der Welt entsteht daraus, das Glück der anderen zu wünschen. Man kann also sehr leicht unterscheiden, was man hervorbringen sollte oder entwickeln sollte und was man vermeiden sollte. Wenn wir eine altruistische Geisteshaltung entwickeln, dann wird das ganz natürlich Nutzen bringen, Nutzen für uns und für andere. Und das ist die beste Art und Weise, zum Wohlergehen aller beizutragen. Loving kindness as being, true source of well-being, universally recognized as such. We have other attitudes as humans, but we also see that in other species, such as violent attitudes that are motivated by hatred. Resentment, anger, and these attitudes are all based in selfishness, in ego clinging. It's sometimes used as a mechanism we believe to protect ourselves, but actually, hatred just harms us. All the conflicts, all the wars in the world, they all find their source, their origin in aversion, in hatred, and that fa has its root in ego clinging. In the same way, a lot of the problems in our world also stem from our desire to be better than others, to have more than others. We have a lot of envy, desire, attachment to have just for ourselves alone, and that also leads to the others' afflictions such as hatred and so forth. And these are all rooted into ego clinging. And so just to put things simple and to quote again the great master Shantideva, he said that all the suffering in this world comes from wanting happiness for oneself alone. And all the happiness in this world comes from wanting the happiness of others. So we can here very easily distinguish between what is it we should cultivate? What is it we should avoid? Everything, as long as ego clinging is there, the afflictive states of mind, desire, hatred, jealousy, pride, stupidity, those five poisons will always be there. And so, as long as we cultivate these, then suffering will be determined. There's no way of escaping suffering. So, if we wish to escape that, it is important that we search attitude, state of mind that is truly conducive to well-being, and this can be found in the quality of love. Zum Beispiel sprechen wir ja heute sehr viel von der Pandemie und zusätzlich auch von den Problemen,
des Klimawandels, von Umweltverschmutzung, der Luft, des Wassers, unserer Nahrung und so weiter. Und wenn wir den Ursprung dieser Probleme suchen, dann sehen wir, dass der Ursprung unsere Begierde ist. Also die Begierde, mehr für sich zu haben. Es sind also unsere Emotionen oder auch Gleichgültigkeit anderen gegenüber oder sogar Böswilligkeit anderen gegenüber. Wir haben sehr viele Waffen herstellen lassen. Es gibt sogar Waffen, die so machtvoll sind, dass sie den ganzen Planeten zerstören könnten. Wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man also, dass die Verblendungen und die Emotionen der Ursprung davon sind. Der tibetische Ausdruck Chagche bedeutet, dass es nur eine Art und Weise ist, die Dinge zu betrachten, und aber eine große Macht darin liegt. Macht, die sich durch die großen Schwierigkeiten, das große Leid zeigt, die daraus entstehen. Und also all die Probleme, die wir heutzutage haben, sind aus der emotionalen Verblendung entstanden. Jemand, der Emotionen hat, der leidet. Wenn er diese Emotion hat, leidet er, wenn er sie ausdrückt oder auch etwas daraus schafft. Immer ist Leid dabei. Aber wir sind genauso. Es ist nicht nur der andere. Denn wir selbst haben auch emotionale Verblendung. Und wenn wir diese ausdrücken, dann ist dies auch Leid. Und wenn wir etwas damit schaffen, ist Leid und so weiter. We were speaking about the afflictions, and I was just underlining the point that there are many problems we're talking about today, not only of the pandemic, but also of environmental problems that we are all facing, climatic changes and pollution. But also there are, on top of all of those, many conflicts, like for example, of course, there are the dangers of the pandemic today. And regardless of all the dangers of the pandemic, people's afflictions, their desire, their hatred are not at all, how to say, put at bay or reduced in any way by the pandemic. Even at the risk of catching the illness, people are still going out trying to fight. Conflicts are still continuing around the world. And all of these problems, if we really look at trying to find their source, they are to be found within our own minds and within our afflictions. Of course, there might be the afflictions of other sentient beings that resulted in all the problems we are facing, but we too have the exact same afflictions. One synonym for afflictions in Tibetan is chagye, which means fine with exponential kind of power, it can grow. So if we really look at the nature of these afflictions, they're nothing much. They're just a thought, a way of looking at things, erroneous way of looking at things. And yet, as we cultivate it, then the afflictive states of mind grow and they materialize into great burdens of all these problems, all these conflicts. So all the situation that we are confronted to is not to blame on others. We ourselves have these afflictive states of mind, and as long as they are there, well, these problems will continue to be. So it's very important that we try to overcome them. Bien, donc le Wir haben also einerseits eine altruistische Einstellung und andererseits die egoistische Einstellung. Und diese letztere drückt unsere emotionale Verblendung aus und führt dazu, dass wir negative Handlungen begehen und deren Resultat ist Schmerz, Leid
und auch das Fortbestehen im Daseinskreislauf, das Fortbestehen in Samsara, was nichts anderes als Leid ist. Distinguish on one hand the altruistic attitude that is source of well-being, of peace and beneficial, from another attitude which is a selfish attitude. And this selfish attitude, it of course, leads to the afflictive states of mind. Ego clinging leads to the manifestation of desire, hatred. These lead to negative actions, which then in turn determine our experience and all the burdens of difficulty, pain, and suffering, and the perpetuation of our existence within samsara, which is characterized by dukkha, unsatisfaction. Ein anderer wichtiger Punkt bezüglich der vier Unermesslichen ist, dass es sich um Qualitäten handelt, die unseren Altruismus ausdrücken, also unsere Fähigkeit zu Altruismus. Und so können wir durch diese Qualitäten unseren Altruismus ausdrücken. Und diese Qualitäten sind nicht nur universell, wie zuvor gesagt, sondern sie sind auch auf eine perfekte Weise ausgedrückt in dem, was Buddha gelehrt hat. Also er beschreibt sie auf eine sehr ausführliche Weise. Qualities that everybody, anyone, regardless of religion, of species, might recognize as something good because they are truly beneficial. These qualities are, of course, ways through which we can express the innate qualities of our mind and truly actualize the innate qualities of our mind and express our altruism and overcome the egotistical attitudes. These four qualities, of course, may be partially explained here and there in different traditions, but I believe they are the most fully, completely, and well explained by the Buddha and the Buddhist teachings. Dans ces quatre qualités, bien que Diese vier Qualitäten werden teilweise also in anderen Traditionen erklärt, in anderen spirituellen Richtungen auch ausgedrückt und erläutert, aber eben nur teilweise. Sie werden vollständig von Buddha erklärt, auf wirklich sehr umfassende Weise. Und diese vier Unermesslichen werden in allen buddhistischen Traditionen gelehrt, sowohl also im Shravaka-Fahrzeug oder auch im großen Fahrzeug. Die ja voneinander unterschieden werden. Also das Shravaka-Fahrzeug wird vom Fahrzeug der Bodhisattvas oder dem Mahayana unterschieden und diese vier Qualitäten werden dort als die vier höchsten Verweilorte erklärt. Zum Beispiel in Pali, in der Theravada-Tradition oder im großen Fahrzeug auf Sanskrit, in den Sanskrit-Texten des Mahayana und auch in tibetischen und chinesischen Traditionen. Und ebenso finden wir sie im Vajrayana, in den esoterischen Lehren des Buddhismus. Es gibt keine Sadhana, wo nicht die Entwicklung der vier Unermesslichen erwähnt wird. Sie sind also wirklich sehr wichtig. Man findet sie auch
in den Mahamudra- oder Dzogchen-Belehrungen und so weiter. Sie werden also überall empfohlen und sind Teil der Praktiken aller buddhistischen Fahrzeuge oder Traditionen. These four immeasurable qualities of love, compassion, joy, equanimity are found in all of the Buddhist traditions and all the different vehicles of Buddhism. According to the Mahayana teachings, we distinguish different vehicles, the Shravaka vehicle, the Bodhisattva vehicle, or the Mahayana. Within all of these teachings, one finds these four immeasurables recommended. For example, one finds these many teachings on this topic and the Pali tradition, for example, as well as in the Sanskrit tradition, and as well as in their Sanskrit translations in Tibetan and in Chinese. So whether it is the Shravaka or the common Buddhist path or the Mahayana path or even in the Vajrayana, we find these four immeasurables recommended even in the highest teachings of Mahamudra and Dzogchen. These are also present. These four immeasurables are therefore present in all the different traditions of Buddhism. There isn't, for example, in the Vajrayana, a sadhana that doesn't include the four immeasurables. They're present in every sadhana. So it's a very fundamental practice in Buddhism. Donc cette pratique est vraiment Es ist also eine grundlegende Praxis im Buddhismus und ist in allen Traditionen vorhanden. Aber die Erklärung dazu oder die Art und Weise, wie sie praktiziert werden, kann etwas unterschiedlich sein. Something that we have in common with all the different traditions and practices of Buddhism. However, nevertheless, we might find some distinctions in how they are explained, how they are put into practice, following the different traditions. D'autre part, diese vier Unermesslichen haben den Vorteil, dass ganz gleich, wie weit wir auf dem Weg schon sind, wir sie dennoch schon anwenden können. Das heißt, jeder kann Zugang zu diesen Qualitäten finden. Jeder kann sie praktizieren, ganz gleich, wo er sich auf seinem Weg befindet. Natürlich gibt es verschiedene Grade an Tiefgründigkeit dieser Praxis, der vier Unermesslichen, aber ganz gleich, auf welcher Ebene man sich befindet, kann doch jeder wirklich diese Qualitäten praktizieren. Und das ist ein ganz spezieller Punkt. How advanced or not you are, even if you are a very beginner in Buddhism, you can already start to put these teachings into practice. They are very accessible at every level. Par exemple, l'ensemble des pratiques. Die buddhistische Praxis kann in drei Arten von Disziplinen unterschieden werden oder in drei Arten von Training. Das Training in ethischem Verhalten, das Training in Meditation oder in Sammlung und das Training in Weisheit. Alle verschiedenen Praktiken des Buddhismus sind in diesen drei Arten von Training enthalten. Und die vier Unermesslichen sind bedeutsam
in jedem dieser drei Trainings. Die Essenz ethischen Verhaltens ist ja, anderen fühlenden Wesen nicht zu schaden. Um diese gütige Einstellung in sich hervorzubringen, muss man sich ja schon einmal davon abgewendet haben, anderen zu schaden oder schaden zu wollen. So kann man zuerst einmal, da hat man zuerst einmal vielleicht Probleme, Liebe und Mitgefühl für alle fühlenden Wesen zu empfinden. So können wir deswegen erstmal damit beginnen, dass wir Gewaltlosigkeit praktizieren, dass wir also es aufgeben, anderen zu schaden oder weh zu tun. Ethisches Verhalten und alle verschiedenen Verhaltensregeln, seien sie Laienregeln oder monastische Regeln, haben ja als Ziel, dass wir anderen nicht schaden. Wenn wir wirklich Liebe entwickelt haben, Güte für alle fühlenden Wesen entwickelt haben, dann werden wir ihnen ganz natürlich nicht mehr schaden. Das kann man nicht zusammenbringen. Das sind zwei sich widersprechende Handlungen. Man kann nicht Güte und gleichzeitig Schaden hervorbringen wollen. Also man kann nicht diese gütige Einstellung haben und dennoch anderen schaden. Und deswegen sehen wir, dass also ethisches Verhalten verkommnend wird durch das Hervorbringen von Liebe. Und gleichzeitig ist es auch eine innere Heiterkeit, denn oder innere Ruhe, denn Liebe ist ja kein Anhaften, das wird ja oft verwechselt. Und diese innere Ruhe erlaubt es nun, Samadhi zu entwickeln, also dies Hervorbringen von innerer Sammlung, die Dhyana hervorbringt, innere Stabilität, die verschiedenen Arten von Stabilität. Und so können wir durch das Hervorbringen dieser Zustände von Dhyana dahin kommen, dass wir die verschiedenen Qualitäten des Geistes manifest werden lassen können. Und so kann unser Geist zu großer Klarheit und verschiedenen Fähigkeiten gelangen. Und das ermöglicht es nun also, Weisheit oder Unterscheidungsfähigkeit hervorzubringen. Donc ainsi, c'est... Es ist also eine sehr wichtige Praxis, wenn wir es schaffen, uns zu konzentrieren und diese Qualitäten auch wirklich hervorzubringen. So werden wir also in den drei Arten von Training des buddhistischen Pfades Fortschritte machen. Es sind also wirklich Qualitäten, die diese drei Arten von Training unterstützen. Very important qualities, and that they help us. They're not only accessible to every one of us according to our capacities, but they also enable us to perfect the three trainings. For example, all of the Buddhist practices, if you want to summarize them, they can be summarized or if you want to put them in a nutshell, so to speak, you can put them in three categories of three trainings. And three shiksha, I think in Sanskrit, the lapasum, the three trainings, which are ethics, samadhi, or shila, samadhi, prajna in Sanskrit. Shila is ethical conduct, ethical discipline. Samadhi is often translated as just meditation or the contemplative practice of stabilizing the mind. And then finally, wisdom, which is a discerning, seeing the reality, overcoming all of our biases. So these three are all of the different practices of Buddhism are related to these three. So to give you an example, if we wish to
cultivate loving kindness and compassion, of course, this is contrary to harming other sentient beings. So we must avoid to harm other sentient beings. So it may be that at first we're unable to really have loving kindness for other sentient beings, but we can try to how do you approach that ideal by at first just trying to avoid harming them. And so the basics of Buddhist ethics is to not harm other sentient beings. All the precepts of that laymen or monastics follow, lay people or monastics follow, is all about trying to avoid harming and hurting other sentient beings. So we may at first, as a beginner, not be able to have loving kindness for other sentient beings, but we can at least avoid harming them. And if we naturally have loving kindness and compassion for them, it is natural that we will not harm them. This is how you can see that the cultivation of loving kindness and compassion is where ethics is kind of perfected. If you really have that, well, naturally you won't harm or hurt others. Also, if your mind has this attitude of kindness, it is not a state of mind that is troubled by desire attachment. It is important to not confuse loving kindness with desire attachment. And that state of mind that is free of desire attachment and is truly benevolent and tender or kind is a really peaceful state of mind. And that state of mind will lead us to obtain the different accomplishments of the dhyanas, the different levels of meditative absorption that are attainable. So this is how this very loving kindness, maitri, can help us also make progress in meditative contemplation. And if we make progress in meditative contemplation, of course, then we can the qualities, innate qualities of the mind will be actualized, clarity of mind will be present, and we can therefore cultivate wisdom. D'autre part, par exemple, comme nous... Maitri ist auch eine Haltung, wo wir kein persönliches Interesse haben. Also liebende Güte ist etwas, wo wir unser eigenes Ego überwinden. Und dadurch können wir uns auch dem Training in Weisheit annähern. Selflessly, that means that you don't cultivate loving kindness in an interested way for yourself. You're cultivating this in a way that is completely disinterested, purely for the benefit of others. And therefore, it is something that concretely transcends the ego clinging and therefore also is bringing us closer to the cultivation of wisdom. So these each of these qualities are therefore important in that I'll say it first in French, I'm sorry. Donc c'est diese Qualitäten sind also sehr wichtig. Sie sind einmal universell anerkannt als gute Qualitäten, dann sind sie die Grundlage für aller buddhistischen Praktiken und sie ermöglichen es, voranzukommen. Universally recognized qualities and beneficial they are also the foundation of one of the foundations of all Buddhist practices within every tradition of Buddhism. And finally, these practices enable us to make progress in all
the three trainings of Buddhism. Also wir können die drei Trainings, die drei Arten von Trainings im Buddhismus durch diese Qualitäten vorantreiben. Wir kommen auf dem Pfad dieser drei Arten von Training voran. Jetzt wollen wir erstmal noch betrachten, was die Beziehung ist zwischen den Qualitäten und der meditativen Kontemplation. Das heißt, der Zusammenhang auch mit der Zusammenhang mit der meditativen Versenkung oder Dhyana oder Samadhi. Im Allgemeinen wird im buddhistischen Abhidharma gesagt, dass wir als Menschen im Begierdebereich leben. Das heißt, unser Geist ist normalerweise sehr aufgewühlt und wir sind ständig in einer Art von Unzufriedenheit, in einem Zustand der Unzufriedenheit. Also wir sind aufgewühlt, unruhig. So könnte man es zusammenfassen. Für gewöhnlich ist es so, dass wir nicht einen ruhigen oder heiteren Geist haben. Im Alltag ist unser Geist also sehr unruhig. Wir sind immer in Vorstellungen, in Gedanken. Wir denken an die Vergangenheit, wir denken an die Zukunft oder wir sind in einer Art von Erwartung oder wir haben Angst bezüglich all dessen, was die Gegenwart ist. Unser Geist ist also im Begierdebereich dadurch charakterisiert, dass er aufgewühlt und unruhig ist. Im Buddhismus wird auch gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, nicht in dieser Unruhe zu sein. Die Erfahrung eines Geisteszustandes zu machen, wo große Ruhe im Geist ist, wo Freude im Geist ist, ein großes Wohlgefühl oder Glück. Wenn wir eine kontemplative Praxis anwenden und Tenjin, also Samadhi, entwickeln, also so, damit unser Geist unbeweglich verweilen kann, dann kommt mit dieser Art von Unbewegtheit eine große Ruhe, eine große Klarheit. Und gleichzeitig empfindet man Freude jenseits aller Freude, die wir durch Sinneserfahrungen erleben können. Und dann sind wir frei von all diesen emotionalen Verblendungen und dem Aufgewühltsein von körperlichem und geistigem Schmerz. All dieses kann überwunden werden, wenn wir in so einen Zustand geistiger Stabilität oder geistiger Versenkung kommen. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Grad, also es gibt verschiedene Dhyanas, Zustände geistiger Stabilität, der Rupa Dhatu und Arupa Dhatu. Das sind Sanskrit-Ausdrücke, die sagen, dass sogar im Herzen von Samsara noch
dass wir in Samsara also nicht frei sind von dem Ich und so weiter, und dass wir aber dennoch in Samsara in so einem Versenkungszustand große innere Ruhe erfahren können. Und da gibt es verschiedene Grade, und zwar von, ist es eine Art von Ruhe, die immer subtiler oder auch immer größer ist, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Dann gibt es die Zustände von Rupa Dhatu. Das sind einfach der erste, zweite, dritte und vierte Dhyana. Und dann gibt es Arupya Dhana. Und Arupya wird übersetzt als physische Welt oder Welt der Form. Und Arupya ist also ohne Form. Rupya ist Form und Arupya ist ohne Form. Und diese Zustände sind auch mögliche Existenzformen. Und zwar wird das Universum im Buddhismus ja dargestellt und ganz besonders Samsara. Und da spricht man von Daseinsbereichen, die da sind. Und Brahma erklärt dieses also. Rein zum Beispiel wird Brahma oft übersetzt, denn Wesen, Menschen, die in dieser anderen Welt leben, haben einen reinen und klaren Geist. Sie leben in einer großen Art von innerer Ruhe. Wenn man aber diese Qualitäten nicht zusammen mit Weisheit praktiziert, wird man in einer solchen Welt wiedergeboren werden, die eben immer noch Teil von Samsara ist. Praktizieren wir aber Liebe und Mitgefühl zusammen mit der kontemplativen Praxis, dann können wir diese Arten von Welt erfahren, während wir Mensch sind. Wir können also durch diese Erfahrung jenseits des Aufgewühltseins gelangen, was wir normalerweise im Begierdebereich erleben. Here, the four immeasurables are sometimes termed also as the Brahma Viharas or the divine abodes after the Indian deity Brahma, who is a god who lives in the one of the formless realms. So. Das Wort Brahma bezieht sich auf Brahma, der in einer formlosen Welt lebt. Desire realm, which we are in as human beings, we're in desire realm. Und er erklärt jetzt auch noch, dass es eben drei Daseinsbereiche gibt: den Formbereich, den formlosen Bereich und den Begierdebereich. By recalling the past, projecting onto the future, interpreting the present, being either fearful or envious or being attached to something in the present. We're always kind of, our minds are constantly veiled in the present. And this agitation, so there's a very big in our perception, the world we perceive in ourselves are seen as two very distinct things, and we are always craving for something. So therefore, I think it is termed in that sense the desire realm.
And there are other realms which are much more peaceful, much happier, but that are yet not completely free from conditioned existence, and therefore fall within samsara, which are the form and formless realm, the rupa and arupya dhatus. The form realms correspond to different the dhyanas or the levels of attainment of mental stabilization. So the idea here mainly is that if we cultivate, for example, loving kindness and compassion, if we are not able to associate it with wisdom, we will be reborn in these higher realms, happier realms within samsara. But also, it means that if at present we practice loving kindness in association with meditation, then we may experience the same kind of level, state of mind that is free from the agitation, that is a very calm, peaceful, stable mind, such as the minds of the beings that live in the Brahma realm. So we don't have to die to be reborn there. What they're experiencing, we can experience right now in our present life. And so, oh, pardon. Alors, donc, le terme. Also der Ausdruck Brahma bezeichnet den Brahma, den wir als Gottheit kennen, aber eben auch in der Etymologie alles das, was rein ist, frei ist, was das Beste ist. Und so müssen wir verstehen, wenn Brahma bezeichnet wird, diese vier Qualitäten zu bezeichnen. Brahma wird also auch für diese Qualitäten benutzt und das sind also Qualitäten, die gut für uns und für andere sind. Sie sind im Alltag positiv und auch in der meditativen Praxis. Und sie heißen die Orte oder die Verweilorte, weil diese Qualitäten dazu führen, dass unser Geist wirklichen Frieden findet, eine wirkliche Ruhe, frei von jeglicher Aufgewühltheit. Designates what is pure, what is the best, what is beneficial. So it means that these four attitudes of loving kindness, compassion, joy, equanimity are deeply beneficial for ourselves and for others, as well as they are beneficial for our contemplative practice. And they are, sublime dwellings or abidings. The four abidings of Brahma, they are called abidings or dwellings because it is a place where if our mind can truly be at peace and truly be at rest. Jetzt wollen wir ein bisschen betrachten, was eigentlich genau diese vier Qualitäten bedeuten bezüglich ihrer Definition. Also Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, Champa, auf Tibetisch dann, Champa, Ningxia, Tama, Tangyom. Und diese werden übersetzt mit Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Give you a definition of these. So we have here the four Sanskrit terms, the Tibetan equivalent that I just mentioned, which are translated by love, compassion, joy, and equanimity. So love is pardon. Alors, l'amour, c'est
Liebe sollte nicht mit der üblichen Liebe verwechselt werden, so wie man sie versteht, wenn man sagt, ich liebe dieses oder jenes oder ich habe mich verliebt. Also dieser Begriff Liebe bezeichnet natürlich im Allgemeinen dieses hier. Aber hier bedeutet, also dann bedeutet Liebe Begierde, Anhaftung. Aber wenn wir hier von Maitri sprechen, dann ist das eine nicht interessierte Liebe. Das heißt, das Wohl des anderen zu wünschen. Liebe erhebt sich, wenn man Wesen sieht, die nicht glücklich sind und man wünscht sich, dass sie glücklich werden und man möchte ihnen dieses Glück bringen. Das ist ein Geisteszustand, der dadurch charakterisiert ist, dass eine desinteressierte Haltung vorhanden ist. Es ist Friede und Ruhe und Heiterkeit da und keinerlei Erwartung. Und die Absicht ist hier, den anderen Wohlergehen zu bringen, dem anderen Glück zu bringen. Es ist also Güte da, wodurch auch Großzügigkeit oder andere Qualitäten hervorkommen können. Maitri, that we is often translated by love. First point, it's very important here to not confuse love with the common usage of the word love, where we ordinarily confuse it with desire. I fell in love. I like this, I like that. That's all expressing our attraction and our desire. And these are not precisely Maitri. In Maitri, there's of course the appreciation of others, but not in in an interested way or due to attraction in particular. It is a totally a disinterested state of mind. It is characterized by a state of mind that is without expectation, without hope or fear. So it's a state of mind that is peaceful. And it is defined as an intention, the intention to bring about well-beings to others, to want the happiness of others. So one can say it observes beings that do not have happiness and wants to bring them happiness. So we could yes, so there's this, you can define it as the state of mind and the intention. The state of mind is this peaceful aspect, disinterested aspect, and the intention is to bring about well-being, happiness to others. So it brings about all the, it brings about benevolence, kindness, generosity. All those qualities come from this. Donc je vais continuer, je vais parcourir. Wir sprechen jetzt kurz über die Qualitäten und werden dies dann später wirklich ausführlich beschreiben. Jetzt gehen wir relativ kurz durch jede der Qualitäten. Als nächstes kommt also Mitgefühl oder Karuna. Mitgefühl erkennt das Leid der anderen fühlenden Wesen. Und die Absicht ist hier, dieses Leid aufzulösen, dem anderen also zu helfen, dem anderen, der leidet. Ohne Liebe ist
kein Mitgefühl da. Also ohne Maitri gibt es kein Karuna. Karuna beinhaltet Maitri. Wenn man das Leid anderer sieht, kann man nicht gleichgültig bleiben. Man ist wirklich davon berührt, dass der andere leidet. Und so hat man also den Wunsch, dieses Leid beim anderen aufzulösen. Das ist hier die Absicht. Something that arises at observing the suffering of sentient beings. So in terms of state of mind, it is being touched by the suffering of sentient beings, and it is the intention to benefit. So it's also the state of mind is also completely disinterested to benefit others, to eliminate the suffering of others. So to apply oneself to eliminate the suffering of others. Ensuite, das Gegenteil von Liebe ist ja übel wollen, also dem anderen Schlechtes zu wünschen. Es ist also wirklich das Gegenteil, dass man dem anderen was Schlechtes wünscht. Das Gegenteil von Mitgefühl ist Grausamkeit oder auch der Wunsch zu schaden. Aber auch ein Interesse zu haben. Wenn man zum Beispiel grausam ist, ist es ja für einen selbst. Und dies ist nun eine Haltung, wo man das Interesse hat, dass man etwas für sich selber sucht. Und das ist ja auch der Fall, wenn man Liebe als Begierde versteht. Is to be indifferent towards others and and to have a harmful attitude, to want to hurt others. That's the contrary of loving kindness. And so here the contrary of compassion, it's important to know, is of course attitudes such as attitudes of cruelty, but particularly it's all the interested attitudes. So in this sense, love is kind of a remedy to hate, and compassion is a remedy to attachment, to desire attachment. Liebe ist Gegenmittel gegen Hass und Mitgefühl ist ein Gegenmittel gegen Begierde und Anhaftung. Und jetzt Mudita auf Sanskrit oder Gaua auf Tibetisch ist Freude. Freude erhebt sich, wenn man sieht, dass es dem anderen gut geht. Wenn man jemanden sieht, der glücklich ist, dann kann man angesichts dessen Glück empfinden. Normalerweise empfindet man jedoch Eifersucht. Man kann sogar unzufrieden sein. Man kann sogar denken, warum ist er glücklich und nicht ich? Und hier ist Freude wirklich diese Mitfreude, dass es dem anderen gut geht. Also Freude über das Glück anderer. Es ist ein Geisteszustand, wo Zufriedenheit vorhanden ist und deswegen Freude. Die Absicht oder Motivation ist, dass die Freude des anderen fortbestehen mag. Mudita, or joy,
is what arises as we see the well-being of others. So the contrary, of course, of this is what usually happens is when we see other people happier than ourselves, we feel jealous or unhappy about it. So this is the contrary of that. That means when we see others being happy because we have love for them, when we see them happy, it brings happiness to ourselves. It is a mental state of happiness, of well-being, a peaceful state of mind as well. And in terms of intention, it is wanting the continuity of the happiness. It wants the happiness that other is having to be continuous and to be perfected, to be even better and to be everlasting. Dann haben wir die Qualität des Gleichmuts, Upeksha auf Sanskrit, Tangnyom auf Tibetisch. Diese Qualität ist ein Geisteszustand vollkommener Gelassenheit, Heiterkeit und die Absicht ist zu wünschen, dass diese innere Ruhe, Unparteilichkeit, dieser Gleichmut auch von anderen erfahren werden möge. Also man wünscht sich, dass die anderen auch diesen Zustand erfahren. Das Objekt von Gleichmut sind Wesen, die unterschieden werden, das heißt, die Abneigung erfahren und man wünscht sich, dass sie frei davon werden und selbst auch gleichmütig werden. Nothing can trouble, free of all discriminations, and it takes for object, if you want, beings that do not have this and who are subjected to or who are limiting themselves through their own discriminations and therefore subjected to that to attraction and aversion, and it is wishing them and wanting them, or just the intention to bring them to be free of that in terms of intention. Man wünscht sich auch, dass sie frei von Anhaftung sind. Man wünscht sich also, dass sie frei von Anhaftung und Abneigung sind. Und hier kann man zwei Aspekte unterscheiden. Es ist einmal die Unparteilichkeit und dann wirklich der Gleichmut. Unparteilichkeit bedeutet, unsere Unterscheidungen zu überwinden. Denn normalerweise unterscheiden wir die fühlenden Wesen, zum Beispiel Menschen und Tiere, unterscheiden innerhalb der Menschen auch noch Frauen und Männer, Kinder, Erwachsene, Weiße und Schwarze, Reiche und Arme und so weiter. Wir machen sehr viele Unterscheidungen, unzählige. Und deswegen fühlen wir uns mehr angezogen von einigen und abgestoßen von anderen. Wir sind also parteilich. Es fällt uns schwer, unparteilich zu sein. Und Gleichmut ist hier eine Einstellung, wo man wirklich unparteilich ist, wo man sie nicht unterscheidet. Wir sind nicht mehr oder weniger an die eine Form angehaftet. Wir unterscheiden sie nicht. Wir sehen alle fühlenden Wesen gleich. Und der andere Aspekt ist,
wie die anderen uns behandeln. Wenn wir zum Beispiel mit der Welt in Interaktion stehen, dann haben wir oft eine bestimmte Erwartung. Wenn Leute sich uns gut gegenüber verhalten, freuen wir uns. Wenn sie uns Geschenke machen oder Lobpreisungen, dann freuen wir uns. Wenn sie uns keine Geschenke bringen oder uns sogar beschimpfen, dann sind wir ärgerlich, unzufrieden, sogar rachsüchtig. Wir haben also immer Hoffnung und Furcht anderen und den Umständen gegenüber. Und Gleichmut ist hier, gleichmütig zu sein, ganz immer, was geschieht. Ob man mir nun zulächelt, mich schlägt, mir Geschenke macht oder nicht, nichts wird meinen Geist aus der Ruhe bringen. In allen Umständen wird dieser Geist vollkommen heiter bleiben. Er ist frei von Erwartung, Furcht oder Angst oder Hoffnung. Und er kennt die vergängliche Natur der Phänomene von Samsara. Und so sieht er keinen Unterschied zwischen den Phänomenen und haftet sich nicht an. Er erkennt die Illusion all unserer Erfahrungen und Unterscheidungen. Und deswegen ist der Gleichmut in allen Umständen vorhanden. Is defined as a state of mind that is perfectly peaceful, that is that nothing can agitate, that nothing can trouble, perfectly equanimous. There is no state of mind that is free from attachment and aversion, and relatively. If we were to follow the kind of attribute to it, intention, motivation, it is to establish others who are themselves caught up in discrimination and attachment of aversion to be free of that, to be able to have access to this freedom and well-being of equanimity. It's a state of, it is a true freedom because our mind is no longer burdened with all of its confusions, illusions, agitations. So it is wanting that for others. and so here, in regards to equanimity, there's two kind of aspects to it. One, which we might term more precisely as impartiality, or usually we are quite partial to other beings. And that we discriminate them. You know, we discriminate humans from animals, and among animals, we like the cute ones and the ugly ones that look like crocodiles. We don't like them, or insects. And same goes with humans. Some of them are attractive to us, so we like them. Some of them are not. But there's a how to say a countless number of discriminations we make between men and women. Old and young, rich and poor, weak and powerful, black and white, on the basis of gender, social status, and what have you, of culture, of languages, of even hair color, eye colors, what every type of discrimination exists. And because of this, then we develop preferences for some, therefore we are partial. And here equanimity is about overcoming all that partiality. That means here we make no distinctions between humans and animals. There are no distinctions in our mind, no preferences in our mind between kith and kin, no preferences between any foe and or friend. All of those kind of partial attitudes are completely disappeared. Every single sentient being, without exception, is seen with loving kindness. So that's the application of equanimity.
And another aspect of equanimity is also about how we relate to others, how they treat us. When people smile to us, we are happy. When people frown upon us, we are upset. When they praise us, we're happy. When they insult us, we're upset. And so if they give us presents, we're happy. If they hit us, we're upset. And so here is making no kind of preferences towards that. No matter what happens to us, no matter how people treat us, to always remain perfectly equanimous, perfectly serene, perfectly at peace. So here, this is what is to be understood with equanimity. Jetzt können wir genauer betrachten, was bei diesen vier Qualitäten noch an Aspekten vorhanden ist. Wenn wir zum Beispiel diese Qualitäten kultivieren oder entwickeln, dann müssen wir ein Gleichgewicht finden. Und es gibt auch übertriebene Arten dieser Qualitäten. Zum Beispiel Güte oder Liebe, wenn es Anhaftung wird oder Faszination oder Begierde, dann ist das eine übertriebene Form. Dann haben wir also nicht Maitri kultiviert, sondern sind in Begierde verfallen und ein Interesse, ein persönliches Interesse ist vorhanden. Und bei Mitgefühl ist es, wenn Schmerz auftaucht, wenn der Schmerz des anderen uns selbst so leiden lässt, dass man nicht mehr handeln kann, dass man Angst vor diesem Leid hat und sich abwendet und nichts mehr tun will, dann ist das also der Aspekt des Schmerzes, der beim Aspekt, bei der Qualität Mitgefühl vorhanden sein kann. Bei der Freude kann es auch übertriebene Freude sein, wo man zum Beispiel total aufgedreht ist, aufgewühlt. Wenn zum Beispiel die Fußballmannschaft gewonnen hat, für die wir sind, dann kommt übertriebene Freude auf. Hier handelt es sich aber um Freude, die nur mental ist, die nicht übertrieben wird in ihrem Ausdruck. Und was beim Gleichmut eine übertriebene Form ist, ist Gleichgültigkeit. Wenn wir gleichgültig sind, dann ist es kein Gleichmut. Denn Gleichmut hat Liebe, Mitgefühl und Freude in sich. Zum Beispiel bezüglich der Freude. Dann hat man Gleichmut, ganz gleich, ob meine Fußballmannschaft gewinnt oder die andere, sie sind beide Quelle von Freude. Also alle fühlenden Wesen sind Quelle von Freude für mich. Natürlich ist das Beispiel der Fußballmannschaft sehr begrenzt, um von Freude zu sprechen. Das versteht sich von selbst. Und was Mitgefühl angeht, so ist Gleichmut hier, dass man keine Angst für sich selbst hat. Unser Geist bleibt heiter, ganz gleich, wenn man welche Schwierigkeiten man antrifft. Wenn man zum Beispiel sich mit dem Leid der anderen beschäftigt oder auch den anderen hilft. Und wenn man anderen nun hilft, ist man zwar gleichmütig, aber man empfindet auch Freude. Aber wenn man ihnen nicht helfen kann, hat man keinen Schmerz. Oder wenn der andere unsere Hilfe nicht annimmt, hat man keinen Schmerz oder lehnt das nicht ab, sondern man bleibt wirklich gleichmütig. Die Pforte bleibt sozusagen immer offen. Man schließt sich nie der Möglichkeit, dem anderen zu helfen. Man kann ihm immer noch später helfen und bleibt dafür offen. Und was Liebe angeht, so unterscheidet man nicht mehr. Es ist keine parteiische Liebe, sondern unparteiische, universelle Liebe.
So we are going to yes, so there are also pointing out to these qualities, there are also four kind of extremes to these qualities. If you fall into, then you're not, you haven't developed these qualities perfectly. It's a little bit like a balance you need to find. So, for example, with loving kindness, it is if loving kindness turns into attraction and desire and attachment, then it is not really Maitri, loving kindness. It falls into the afflictive state of mind. So this is kind of the excessive state. And then the excess of kind of compassion is that when that compassion leads to sorrow, pain to such an extent that one is then unable to face other beings' difficulty. One doesn't want to, one fears it, one doesn't want to do anything for them anymore, for example. So it is that aspect of pain or agitation that seeing the suffering of others can bring about. If one falls into that, it's not. Then the following quality of a joy, the excess is kind of when, you know, let's imagine that it's this exuberant excitement, such as we find when your football team wins, for example, and you get all excited, start screaming, yelling. That's exuberant excitement. So if it falls into that excitement, then it's not the joy. Joy is a peaceful state of mind. And so also with equanimity, the extreme of equanimity is kind of indifference. So equanimity is not indifferent. It is imbued with loving kindness towards all sentient beings without discrimination. And also each of these qualities has you know, for example, you find equanimity and joy. You don't make distinctions between my team or their team. Whoever is happy is a source of joy. There's equanimity and compassion, for there is no kind of hope or fear for ourselves. And in the same way, there's equanimity and loving kindness. It's universal, no discrimination towards any sentient beings. Nous pouvons également, par exemple, comme nous. Wenn wir zum Beispiel Gleichmut mit Liebe verbinden, können wir, oder wir können es verbinden. Also wir können die einzelnen Qualitäten miteinander verbinden. Wenn man zum Beispiel Mitgefühl empfindet, ist auch Freude da. Man empfindet Schmerz, wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der leidet, empfindet man Schmerz, aber man hat die Freude, dass man ihm helfen kann, wie ein Arzt. Der Arzt, der Freude empfindet, dass er den anderen unterstützen kann. Es ist also eine Freude da beim Mitgefühl und dem Helfen anderer. Joy and compassion. You know, one might think that as a doctor, if you see someone who is ill, that going out to help him is something that is difficult, that implies hardship. But when you know that you can help them, there is such joy in knowing that you can make a difference, and then you can free them from their suffering. So that joy overtakes all hardship there may be in compassion. And there's joy, of course, il y a la joie également dans l'amour. Und es ist auch Freude bei Liebe vorhanden. Also anderen fühlenden Wesen Glück zu bringen, ist eine Freude. Und man sieht Freude in anderen und dann freut man sich selber. Kindness, bringing well-being to others, brings joy to them, and seeing that joy is a source of joy to oneself, it is also a source of well-being. So, in this way, all these qualities work, so to speak, together.
ainsi toutes ces qualités, si je puis dire, travaillent ensemble. All diese Qualitäten arbeiten sozusagen zusammen, gehören zusammen, sind auf gewisse Weise verbunden. Wir wollen jetzt für heute aufhören und werden auf diese verschiedenen Qualitäten zurückkommen und auch auf die Art und Weise, wie wir diese Qualitäten hervorbringen können. Und das machen wir in den nächsten Sitzungen. Um für heute abzuschließen, können wir alle zusammen jetzt oder jeder für sich selbst die Widmung zu machen, all das Positive nun zu widmen. Und das können wir durch das Widmungsgebet jetzt alle zusammen machen. To detail into these qualities and also look at how we might be able to cultivate these qualities. But before our next session, to conclude our today's session, I would like to invite you all to join me in dedicating the merit of our study of these four great qualities. Sönam diye tamje zibanye tonin yeber danam pamje ni jega na Chupa yi sibe tso len rowan rowar sho. Merci beaucoup. Thank you very much.